Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder Squashen in Walterstadt. Mit Todd, eigentlich auch mit Henning, aber der Henning kommt später. Der ist noch auf der Autobahn. Ja, der hat seine Schuhe vergessen. Entschuldigung, muss man eigentlich sagen. Naja, gut. Alles klar, der kommt noch dazu und wir hauen gleich richtig los und der Todd kriegt einen heute verbraten. Okay. Reinziehen. Das 0:0 haben wir gehalten, ungefähr eine halbe Stunde. Alles hin und her, Aufschlagwechsel, Aufschlagwechsel. Und dann macht er so Dinger. 9:0. Ich kotze. Wieder der ich muss die Hose zubinden Trick. Da ist die Kamera. Ich muss die Hose zubinden Trick. Henning ist jetzt auch da. Ich habe jetzt zweimal verloren. Zweimal verloren gegen Todd. So eine Scheiße. Jetzt geht mir nicht Tag übrigens. Ich schwitze doch nicht so sehr. Ich habe jetzt zwei Spiele gegen Todd gemacht und die zwei Spiele habe ich haushoch verloren. 9:0 und 9:5. Gegen Henning habe ich gewonnen, aber der Henning kann nur so auf halbe Kraft, der ist nicht am Knie operiert worden. Und dass der heute spielt, ist eigentlich total bescheuert. Ja, genau. Das nächste Spiel, darauf kommt es an.
gegen Todd. Da bin ich gespannt. So, wir machen jetzt noch ein letztes Spiel. Ein letztes Spiel, Sashi gegen Todd. Und jetzt haue ich alles raus, was ich habe. Und hauen weg. Scheiße! Scheiße! 9-6 verloren. Er hat gekämpft. Aber ich war dran. Ich war dran. Ja, ich habe gar kein Gel in den Haaren jetzt hier. Aber macht ja nichts, ne? Voll scheiße, voll die Tolle. Naja, egal. Wir sind fertig hier mit dem Squash. Sitzen jetzt hier schon beim Bier. Todd hat heute alles weggebügelt. Alles gewonnen. Mich hat er weggebügelt, ihn hat er weggebügelt. Ich habe ihn weggebügelt, aber es war nicht so wirklich schwer mit seinem steifen Knie. Ja, deswegen, das nächste Mal Squash heißt dann irgendwie Feindbild Todd. Ja. Immer wieder eine schöne Herausforderung, ne? Ja. Henning sagt heute wieder nichts. Ich habe keinen Bock. Ja, wir trinken weiter Bierchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Fanzuschriften übrigens unter www.penis.de. Genau. Cheerio, Miss Sophie.